Nach 7 Jahren Bauzeit wird der BMW 3er von der neuen Generation G20 abgelöst. Autobild stellt alt und neu gegenüber und zeigt, was sich bei der 7. Generation im Vergleich zum Vorgänger geändert hat. An der Front lässt sich, wie bei den anderen neuen BMW-Modellen auch, der Trend zur größer werdenden Niere beobachten. Das Erkennungszeichen der Marke wird bei beiden Generationen von Chromrändern eingefasst und reicht bis zu den serienmäßigen LED-Scheinwerfern. Die Leuchten haben jetzt 2 Ausbuchtungen an der unteren Kante. Der Lufteinlass in der Frontschürze wird etwas breiter. Die Tagfahrlichter sind in schwarzen Kunststoffaufsätzen an den Außenkanten des Stoßfängers untergebracht. In der Seitenansicht fällt auf, dass BMW trotz des Längenzuwachses von 8,5 cm die Proportionen des Vorgängers grundlegend beibehalten hat. Die markante Sicke unterhalb der Türgriffe ist beim neuen 3er allerdings nicht mehr so stark ausgeprägt. Dafür haben sich die Designer für den G20 eine neue Sicke ausgedacht. Über dem Schweller befindet sich eine Kante, die im hinteren Bereich ansteigt. Das Heck wirkt beim neuen BMW 3er deutlich präsenter. Das liegt vor allem an der insgesamt um 1,6 cm breiter gewordenen Karosserie und an den komplett neu gestalteten Rückleuchten. Die haben eine L-förmige Leuchtengrafik und sind im oberen Bereich abgedunkelt. Die beiden Reflektoren in der Heckschürze sind in schwarzen Kunststoffaufsätzen untergebracht. Die größeren Motorisierungen kommen mit einer zweiflutigen Auspuffanlage. Analoge Anzeigen gibt es bei den höheren Ausstattungen nicht mehr. Sie wurden durch ein digitales Kombi-Instrument ersetzt. Das 10,2 Zoll große Touchdisplay ist tiefer als bislang auf dem Armaturenbrett platziert. Der Reihen-6-Zylinder spielt im BMW 3er der Generation G20 nicht mehr die Hauptrolle. Nur noch der 265 PS starke Diesel 330D hat das markentypische Aggregat unter der Haube. Ansonsten folgt BMW beim neuen 3er dem Trend des Downsizings. Bei den beiden schwächeren Dieseln 320D und 318D sowie bei den Benzinern 320i und 330i setzen die Bayern auf aufgeladene Vierzylinder. Beim Vorgänger F30 gab es eine deutlich größere Auswahl an 6-Zylindern. Ein weiterer Trend: fast alle Motorisierungen sind serienmäßig an das 8-stufige Automatikgetriebe gekoppelt. Nur der 318D und 320D verfügen noch über eine Handschaltung mit 6 Gängen.